Ziel dieser Demo war, eine deutliche Botschaft an die deutsche Gesellschaft, aber an die Medien abzusenden, die heißt: Rettet Gaza, stoppt den Krieg in Gaza, denn da werden tagtäglich Hunderte von Kindern und Dutzende von Familien ausgelöscht. Das muss ein Ende haben. Der Umgang der Medien und Polizei, uns wurde unterstellt, dass wir Antisemiten sind, obwohl wir Semiten sind im Übrigen, und dass wir Juden verfeindlich. Ich weiß nicht, wie die Polizei daran kommt, und das betrachte ich als eine verdeckte Rassismus, die wir nicht akzeptieren. Nummer zwei, gewisse Parolen, die das Massaker an die Palästinenser in Gaza beschreiben, durften wir nicht benutzen, wie das Wort Mord oder Massaker oder Genozid, wofür wir kein Verständnis haben, denn uns kann nicht vorgeschrieben werden, wie wir unser Leiden beschreiben. Wir beschreiben unser Leiden, wie wir dieses Leiden empfinden. Uns wurde unterstellt, dass wir Antisemiten, das heißt, dass wir judenfeindlich sind. Das sind wir aber nicht und wir waren auch noch nie, denn wir, die Moslems und die Christen und Juden, sitzen im gleichen Boot. Wir sind Menschen, die gegenseitig respektieren müssen. Wir haben mit den Juden kein Problem, sondern mit der israelischen Besatzung. Einem von den deutschen Medien, wir erwarten mehr Objektivität und mehr Neutralität und nicht diese absolute Einseitigkeit. Wir erwarten von der deutschen Politik, dass sie den Aggressor, die israelische Armee, nicht weiter unterstützt, finanziell, militärisch und politisch, denn so wird der Konflikt weiter eskaliert, so wird weiter Blut vergossen. Ich bin da geboren, Jerusalem, und viele, viele wie ich auch. Wir sind bereit, das Land unter uns zu teilen, dass wir Zwei-Staaten-Lösung auch verwirklichen, auf dem gleichen Land, in gegenseitigem Respekt und auf Augenhöhe. Suchen auf einer Seite auf unserem Rücken ihre Schuldgefühle gegenüber den Juden während der Nazizeit auszugleichen, und dafür sind wir aus meiner Sicht nicht geeignet. Wir sehen auch die deutsche Politik in Ukraine und Russland Konflikt. Die machen alles, was die USA von denen verlangt, finanziell und militärisch, und das tun sie auch in Israel. Unter der israelischen Besatzung Dinge zugemutet, die kein Mensch akzeptieren würde: terrorisiert, schikaniert, Bodenenteignung. Über 5 Millionen Olivenbäume wurden abgeholzt, und das ist eine Hauptquelle für palästinensische Bauern. Ausreiseverbot oder Inhaftierungen, über 10.000 Gefangene in solchen Gefängnissen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, uns wurde dieser Antisemitismus, diese rassistische Beschreibung, also unterstellt durch die deutschen Medien und deutsche Polizei. Ich habe einen Freund, von seiner großen Familie sind mittlerweile 87 Menschen getötet worden, ermordet worden. Was nennen wir das? In Ukraine, die Russen sind die Besatzer und Widerstand gegen denen ist eine heldenhafte Tat. Und wenn die Palästinenser gegen die Israelis Widerstand leisten, dann ist das Terror. Das muss erstmal mit diesem Doppelmoral aufhören. Demo in Freiheit, mit Frieden und keine Gewaltanwendung. Dafür sind wir bereit, das tun wir auch.